willkommen zum Family Workout Nummer 5 mit Carmen und Emily. Wir machen uns direkt warm, würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen mal unsere Arme und ziehen schön zurück. Ganz große Bewegung. Machen noch zwei und noch ein. Jetzt nehmen wir unsere Arme schön fest, stellen uns breit hin und drehen uns. Noch zwei, einer und tief und hoch. Tief. Die Arme schön hochnehmen. Noch drei, zwei und einer. Jetzt fangen wir ein bisschen an zu hüpfen. Das heißt, der rechte Arm geht hoch, der linke Fuß geht vor und wir wechseln uns ab. Schöne große Bewegung machen. Noch drei, zwei und einer. Okay, dann starten wir mit unseren Übungen. Heute wird es schön anstrengend. Wir stellen uns ans Ende der Matte und wir gehen im Entengang nach vorne in drei Schritten. Gehen einmal tief auf die Zehenspitzen und los geht's. Drei vor, drei zurück. Drei vor und drei zurück. Das brennt richtig doll. Und vor und zurück. Und vor. Einer noch. Okay, wir stehen langsam wieder auf, schütteln einmal die Beine durch und dann gehen wir in den Stütz. Die Emmy geht auf den Kniestütz, ich gehe in den normalen Stütz. Wir stellen uns schön auf und wir drehen von der einen Seite auf die andere Seite. Arme gehen schön hoch, der Bauch ist angezogen, Bauchnabel geht Richtung Wirbelsäule. Noch durchhalten. Noch drei, zwei und einer. Okay, wir legen uns auf den Rücken. Ich bin gerade einmal meinen Schuh. Legen uns auf die Schultern.
ein Bein wird gestreckt und wir drücken hoch in die Brücke. Schön hoch und tief. Po geht hoch und tief. Das Bein bleibt schön oben. Noch 3, 2, 1 und wir wechseln den Fuß. Schön ausstrecken und hoch und tief. Noch 3, noch 2, ein letzter noch. Und dann dürfen wir wieder aufstehen. Kommen langsam hoch. Jetzt hüpfen wir ein kleines bisschen. Und zwar von der einen Seite auf die andere Seite. Wir springen von einem Fuß auf den anderen Fuß. Wir können die Arme schön mitnehmen. Schön hoch, ich bin ein bisschen höher. Emmy macht es ein bisschen tiefer. Wenn man ein bisschen Knieschmerzen hat, kann man vielleicht nicht ganz so hoch hüpfen. Oder wenn man keine Lust hat. Schön hoch hüpfen. Noch 2. Und einer noch. Okay, einmal kurz die Beine ausschütteln. Dann gehen wir wieder in den Stütz. Diesmal in den Unterarmstütz. Emmy geht auf die Knie und wir ziehen unsere Knie Richtung Ellenbogen. Schön hochziehen, Bauchnabel anspannen, Rücken ist schön gerade. Jawohl. Noch 3, noch 2 und noch einer. Einmal kurz ablegen, einmal kurz ausschütteln und dann legen wir uns auf den Bauch. Bauch komplett ablegen. Die Zehenspitzen sind aufgestellt. Wir nehmen die Hände hinter die Ohren. Wir heben den Oberkörper ab und drehen uns in die Mitte. Wir schauen uns an in der Mitte. Schön gerade bleiben und auch wieder schön den Bauch nach innen ziehen. Wir machen noch 3, noch 2 und noch einer. Ganz kurz ablegen, dann geht's in die andere Richtung. Hände hinter die Ohren und los geht's. Noch 3, noch 2 und noch ein letzter. Wir legen uns ganz kurz ab,
bevor wir die Arme nach vorne und wieder zurücknehmen. Das heißt, wir fangen an hinter den Ohren, schieben die Arme nach vorne und wieder hinter die Ohren. Gerade hinter die Ohren. Gerade hinter die Ohren. Der Oberkörper bleibt schön oben. Gerade hinter die Ohren. Der Po ist schön fest angespannt. Und ihr zieht den Oberkörper schön hoch. Wir machen noch drei, noch zwei und noch einer. Okay, dann dehnen wir uns noch ein kleines bisschen. Dazu gehen wir in den Vierfüßlerstand. Das heißt, die Hände sind unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte. Und wir gehen jetzt langsam mit den Händen nach vorne und drücken uns mal schön tief runter. Po bleibt schön oben. Und wir kommen langsam wieder hoch. Hände wieder in die Mitte. Und jetzt strecken wir den Arm aus. Gehen langsam tief und drehen unseren Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Kommen langsam wieder nach oben und wechseln die Hand. Andere Hand ausstrecken. Und wir gehen tief. Schön ausstrecken. Wir kommen ganz langsam wieder nach oben. Legen uns noch mal auf den Rücken. Einmal die Sonne genießen, wir legen ein Bein über das andere, legen uns komplett ab und ziehen das untere Bein zu uns. So weit wie ihr kommt und wenn ihr es schafft, könnt ihr noch einmal nachziehen. Ganz langsam locker lassen und wir wechseln die Beine. Anderes Bein nach oben und langsam in unsere Richtung ziehen. Wir ziehen noch einmal ein kleines bisschen nach. Und jetzt lassen wir locker. Okay. Für heute habt ihr es geschafft. Heute war es ganz sonnig und ganz heiß. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.